Kopfsteinmassiv und der Sentis sind eine der wohl schönsten Wanderregionen in der Schweiz. Den Sentis teilen sich gleich drei Kantone: Appenzell-Innerrhoden, Ausserrhoden und St. Gallen. Wir haben Teufen im Appenzell-Ausserrhoden besucht und waren in Ennepühl im Toggenburg im Kanton St. Gallen. Ennepühl liegt am Fuße des Sentis und bietet eine außergewöhnliche Landschaft mit riesigen Ahornbäumen und vielen grasüberwachsenen Hügeln. Ein ganz besonders hübsches Haus liegt im oberen Teil von Ennepühl in Laui. Die Journalistin und Autorin Silvia Schaub führt mit ihrem Mann das Schmucke Bed & Breakfast Laui, liebevoll eingerichtet und mit herzlichen Gastgebern. Die traumhafte Lage bietet auch noch andere Vorteile. Vor der Haustüre erlebten wir spontan eine typische Altfahrt. Das Sträßchen gleich neben dem Haus liegt auf dem Weg zur Schweckalb. Hier treffen wir auch die Sennen mit ihrem Vieh wieder. Wir sind auf der Schweckalb, genau auf der Passhöhe der Schweckalb, und hinter mir der Sentis. Auf der Schweckalb stehen zahlreiche Wanderwege zur Auswahl. Im Erlebniswaldeck genießt man nicht nur gutes Essen, sondern auch einen tollen Blick auf den Sentis. Die Waldeck ist idealer Ausgangspunkt für eine einfache Wanderung auf dem Eckenhöhenweg. Der Eckenhöhenweg ist eine leichte und informative Wanderstrecke. Auf dem Eckener Höhenweg sieht man ins Alpsteinmassiv und auf der anderen Seite runter zum Bodensee. Denn von Auervogel Kräutergarten bis zum Erlebnis Waldeck stehen immer wieder Hinweistafeln und Beete mit hiesigen Kräutern. Das war's aus der Ostschweiz. Da haben wir Ihnen das Wanderparadies mit Blick auf den Sentis vorgestellt. Tipps und Links gibt's wie immer im Blog.